Nachdem wir bereits in einem vorherigen Video auf die gegenseitigen Spitzeleien zwischen den Fanszenen von Hertha BSC und dem 1. FC Köln berichtet hatten, fand das Duell der beiden am vergangenen Freitag erneut im Müngersdorfer Stadion statt. Die aktive Szene von Hertha BSC flaggte mit der Wir sind der Verein Fahne am Vordereinzaunbereich an. Die Gruppenfahnen hingen dahinter verteilt im Block. Die wilde Horde Köln ließ sich nicht besonders lange bitten und zeigte auf der Südkurve in Halbzeit 1 bereits das erste Transparent in Richtung Gästesektor. Alte Dame nur ein Satz, breite Scheide, zu viel Platz, für Investoren. Zudem wurde ein weiteres Spruchband mit der Aufschrift Windhorst 777, Rien ne va plus, Hahohe, Hertha und Investoren in die Spree. Bei beiden Sprüchen spielten die Kölner damit auf den neuen Investor 777 an, der die Windhorst-Anteile vor wenigen Monaten übernahm. Auch die Herthaner Szene kritisierte dies bereits mehrfach mittels Transparenten. Auf Seiten der Gäste wurde ein Spruchband gegen Investoren in der deutschen Fußballliga gezeigt. Zudem machten die Gruppen Harlequins und Gruppa ihrem Frust Dampf, indem sie den kurzfristigen Rücktritt von einem Präsidiumsmitglied namens Ingmar Pering kritisierten. Auch die weite Strecke von Berlin nach Köln thematisierte die Heimszene in einem Transparent. Zu allem Überfluss wurde dann noch der damalige Hit Das geht ab von den Atzen von den Domstädtern in eine etwas andere Art umgedichtet. Über Minuten schallte es durch das Müngersdorfer Stadion, hey, was geht ab, die Hertha steigt endlich ab. Dazu zeigte die wilde Horde noch einen Spruch mit der Aufschrift Viel Spaß in Liga 2. In einem fulminanten Spiel konnte der 1. FC Köln Hertha BSC nach einem zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand mit 5:2 besiegen. Damit dürfte wohl der Abstieg für die Berliner in Liga 2 so gut wie besiegelt sein. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.